Eines Morgens ließ sich Gordons Feuer nicht entzünden. Ich weiß auch nicht, was da los ist, seufzte der Feueranzünder. Da müssen Kobolde am Werk sein. Was sind Kobolde? Fragte Percy. Ich glaube, das sind kleine grüne Männchen, die gern Streiche spielen, sagte Thomas. Wollen wir einen suchen? Fragte Percy. Machte James. Es gibt keine Kobolde. Die dienen nur als Entschuldigung, wenn man nicht weiß, warum etwas nicht funktioniert. Ich glaube, der Feueranzünder glaubt an Kobolde. Und ich auch. Ach, schnaubte James. Jetzt wurde es dem dicken Kontrolleur zu bunt. Ruhe, sagte er. Ich erwarte heute einen sehr wichtigen weiblichen Fahrgast. Sie hat gehört, dass alle meine Lokomotiven nützlich sind. Bitte beweist es. Ja, Chef, sagten alle. Jedenfalls, wenn uns die Kobolde lassen, fügte Percy hinzu. Welche Kobolde? Die, die daran schuld sind, dass sich Gordons Feuer nicht entzünden lässt. Ach ja, donnerte der dicke Kontrolleur. Mit dem muss ich auch noch reden. Und das tat er dann auch. Gordon, sobald das kleine Problem mit deinem Feuer geklärt ist, hältst du dich bereit. Du sollst die Sonderwagen mit meinem Ehrengast ziehen, aber bitte nicht zu schnell, das mag sie nicht. Gordon war sehr stolz. Während er auf seine Sonderwagen wartete, schnaufte Percy mit ein paar Güterwagen vorbei. Was ist los, Gordon, du bist spät dran, fragte er. Der Lokomotivführer sagt, in der Drehscheibe müssen Kobolde stecken. Die stecken anscheinend überall, rief Percy im Wegfahren. Endlich war die Drehscheibe repariert und Gordon dampfte mit seinen Sonderwagen davon. Er beeilte sich, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Und tatsächlich erreichte er pünktlich den Bahnhof. Trotzdem machte sich der dicke Kontrolleur Sorgen. Wo bleibt Thomas? Wunderte er sich. Er sollte meinen Besuch vom Hafen abholen und hierher bringen. Prustete Gordon. Wenn Thomas sich verspätet, ist er nicht sehr nützlich. Doch da traf Thomas auch schon ein. Entschuldigen Sie, Chef, aber eine Kuh, die auf den Schienen stand, hat uns aufgehalten. Aber der Lokomotivführer sagt, Ihr Gast ist trotzdem wohlbehalten angekommen. Ja, das ist er, sagte der dicke Kontrolleur. Wie schön, dich zu sehen. Wer ist das? Flüsterte Percy. Ich habe keine Ahnung, entgegnete Thomas. Ich weiß nur, dass der dicke Kontrolleur eifrig bemüht ist, ihr alles recht zu machen. Sie hat einen Hund, stellte Percy fest. Wuff, wuff. Komm jetzt, Thomas, rief sein Lokomotivführer, du brauchst etwas zu trinken. Schnaufte Gordon. Thomas ist eine kleine, verweichlichte Lokomotive. Nur weil er sich von einer Kuh hat aufhalten lassen, fahre ich jetzt mit Verspätung ab. Gordons Lokomotivführer beschloss, die Verspätung aufzuholen. Aber dann besann er sich anders. Ich glaube, wir sollten langsamer fahren, denn wir rollen auf einem alten Gleis und vielleicht ist die Reise für unseren wichtigen Gast zu unbequem. Das war sie tatsächlich, denn der Ehrengast nahm gerade ein Bad und das Wasser schwappte munter über den Beckenrand. Oh, oh, schrie sie. Gordon war froh, als er den Bahnhof erreichte, an dem der dicke Kontrolleur und sein Ehrengast umsteigen wollten, um mit Thomas weiterzufahren. Erleichtert stieß er einen extra langen Pfiff aus. Das erschreckte den Hund des Ehrengastes so sehr, dass er aus dem Bahnhof rannte und schnurstracks auf ein Feld lief, auf dem ein Bulle graste. Der Bulle erschreckte den Hund noch viel schlimmer als der Pfiff. Er hetzte zurück in den Bahnhof, flitzte über den Bahnsteig und jagte die Fußgängerbrücke hoch. Auf der anderen Seite angekommen, rannte er sie hinunter und brachte sich mit einem Sprung in Thomas' Lokführerhaus in Sicherheit. Wuff, wuff. Die Fahrt zurück zum Hafen genoss der Hund in vollen Zügen. Wie heißt der Hund? Fragte der Heizer. Ja, nach den heutigen Erlebnissen werde ich ihn wohl Kobold nennen, sagte der Ehrengast. Der dicke Kontrolleur kicherte. Dann ist er der erste Kobold, den es tatsächlich gibt. Entschuldigen Sie, Chef, sagte Thomas, aber wer ist Ihr Ehrengast eigentlich? Habe ich euch das nicht gesagt? Diese Dame ist meine Mutter. Sie findet, dass ihr alle nützliche Lokomotiven seid. Und meine Mutter hat natürlich immer recht.